Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer Flask-Tutorial-Reihe. Heute mal wieder mit ein bisschen mehr um Flask drumherum, sozusagen, was man sowieso immer braucht. Wir wollen uns heute nämlich um diese Domain Transfer Objects kümmern, diese DTOs hier, nämlich Product in unserem spezifischen Fall, was ihr natürlich aber auch gerne für eure Anwendung hier sinnvoll verwenden könnt. REST plus API Punkt. So, und jetzt, was brauchen wir hier? Nämlich, wir brauchen Product. Das werden wir als unter Database speichern, weil wir da einfach diese Dinger reinpacken. Und zwar DTOs werde ich das Ganze nennen. Import Product. So. Und dann wollen wir noch from REST plus API Punkt Database Import DB. Und genau, DB werden wir auch noch uns schreiben. Das kommt jetzt nachher, das machen wir nicht dieses Mal. Wir wollen uns jetzt hier dieses Mal nur um Product kümmern. Das heißt, wir gehen hierher und machen einen neuen Ordner in Database. Oder sollen wir es... Eigentlich brauchen wir keinen Ordner. Eigentlich haben wir nur dieses eine DTO. Und in Python kann man sowieso so viele Klassen reinschreiben, wie man möchte. Das heißt, wir werden jetzt hier das Ganze in DTOs in eine Python-File reinschreiben. Upsala, ist das klein. Und ja, genau, was wir jetzt hier machen wollen, ist, wir wollen selbstverständlich unsere Klasse Product, ich habe doch groß geschrieben, schreiben. Und die wird erben von db.model. db.model ist jetzt tatsächlich von Flask bzw. von SQL Alchemy für euch bereitgestellt worden. Und ja, im Endeffekt könnt ihr darüber dann eben definieren, wie eben so eine einzigartige Datenbankstruktur aussehen soll. In unserem Fall können wir halt eben sagen, wie ein Produkt für uns aussehen soll. Und zwar sagen wir, eine ID ist gegeben unter db. Achso, ja, da müssten wir die Datenbank erstmal. Da müssen wir das anders importieren. Fällt mir gerade so auf, da habe ich nicht ganz aufgepasst. Okay, aber egal. Funktioniert trotzdem wunderbar. db.column. DB, ja, und jetzt sollten wir natürlich langsam mal die Datenbank haben, db.integer, und das ist natürlich unser Primary Key gleich true. Der Standard für Primary Key dürfte klar sein, der ist false. Dann haben wir hier den Namen, ist gleich db.column. Ah, wunderbar, das merkt er sich. Der Name ist ein String. Mit wie viel Zeichen kann man hier hinten dran angeben? Ich mache ganz gerne 255. Und dann haben wir es eigentlich auch schon. In dem Zusammenhang nehme ich jetzt tatsächlich aus unserem Parser, wo habe ich es denn? Aus unserer API-Definition nehme ich die beiden Dinge jetzt hier einfach mal raus. Dann brauchen wir die Kategorie hier halt nicht. Aber so bleibt das Ganze übersichtlicher und so wissen wir, dass keine Kategorie erwartet werden würde. Sonst müsstet ihr hier selbstverständlich noch eine Kategorie einfügen und so weiter und so fort. Okay, so, wir sind noch nicht fertig. Das sind jetzt hier die statischen Klassenvariablen, die uns sozusagen angeben, wie die Datenbank aufgebaut ist. Jetzt wollen wir hier selbstverständlich noch einen Konstruktor haben, denn wir wollen hier auch eigene Produkte sozusagen erstellen können und die dann hin und her reichen können. Und das machen wir alleine mit dem Namen. Und ja, dann können wir hier einfach den self.name ist gleich Name setzen und schon sind wir fertig. Wunderbar, das war eigentlich auch schon alles, was wir hier zu Product machen wollten. Jetzt müssen wir natürlich noch irgendwie die Datenbank festlegen und da sagen wir jetzt hier einfach mal, wo machen wir das? Machen wir das hier drin? Ich würde sagen, das machen wir. Wir machen das weiterhin ordentlich. Wir sagen hier, wir legen eine neue File an mit DB und dann müssen wir hier eine Datenbank aufbauen. Jetzt will ich erstmal ganz kurz unsere Probleme fixen, die wir hier haben. Hier müssen wir natürlich den Import reinschreiben. Das heißt, wir sagen from REST plus API Punkt Database Punkt DB. Import DB. So, wir werden hier drin also ein DB definieren und das werden wir dann hier eben verwenden. Und genauso machen wir das hier eben auch. Wir sagen, wir importieren hier auch von DB. Und, das hatte ich hier eigentlich schon richtig durchgeplant. Alles okay, wir mussten hier einfach nur die DB importieren, und zwar die tatsächliche Datenbankverbindung, die wir noch nicht aufgebaut haben, um dann eben dieses Produkt hier auch wirklich als solches
verwenden zu können. So, und das war's eigentlich auch schon. Und ja, nächstes Mal fangen wir dann mit SQL Alchemy an. Wunderbar, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns. Bis dann, ciao.